Passt ordentlich was rein. So, ich mach mal ein bisschen schneller, damit es wieder Tag wird. Ja, okay. Dann bauen wir den hier mal hin. Ganz unproblematisch. So. Dann nehmen wir dich mal weg. Das weg. Aber Untergrund, den nehme ich nochmal weg hier. Das Pipeline-Gedöns. Und schließt das stattdessen da an. Ne, der geht hier drauf. Und du. Warte, können wir dich absenken, dass du da runter gehst? Ja, guck mal, das geht auch direkt da drunter. Seht ihr, direkt unter das Haus. Na, also wir können auch direkt, WB, wir können auch direkt halt so runterbauen. Das geht. Dann ist das nämlich auch angeschlossen. So, dann läuft nämlich die Produktion hier rein, hier rauf und die Leute können das abholen. Und natürlich auf das, Kraftwerk da hinten. So, apropos Kraftwerk, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Haben wir das? Ja, das ist verbunden. Das ist auch verbunden. Okay, das sollte gehen. Sehr gut. Okay, lass mal gucken. Gesamtkapazität. Frachtschiff, Chemikalien. Okay, der kann 14.000 Tonnen. Boah. Das ist ja echt ein übles Teil, ey. Frachtschiff. Aggregat. Container Express. Hopperschiff. Flussfrachtschiff. Wie schnell sind denn die? 5 Knoten. 14 Knoten. Okay, wir gucken mal nach der Geschwindigkeit. Der kann 1000 Tonnen, hat 13 Knoten. Der hat 12 Knoten, kann aber 14.000 Tonnen. Alter, wie viel kann der mitnehmen? Er leckt mich am Fuß. Kostet natürlich auch mal eben 3 Millionen, ne, das Ding. 3 Millionen für einen Tanker? Übel. Echt übel. Alter Falter. 8 Knoten. 8 Knoten. Tja, der kostet natürlich auch nur 400 Tonnen. 400 Tonnen. 488 Tonnen. Da könnten wir uns 2 holen. Da hätten wir kontinuierlich 4000. Und später dann auf die ganz großen. Machen wir. Ach, scheiß drauf. 3, holen wir uns 3. Komm. Guckst du dir an, da stehen sie. Die Boys. Schade. So, babab. So, okay. Entladen, genau. Passt, ist in Ordnung. Dann können wir das kopieren. So. Die sind fertig, das passt. Das ist auch okay. Da kommen wir später noch dazu. Und hier jetzt Straße. Wobei ich hier, glaube ich, hier auf Trolleybusse setze. Wie gesagt, das hier wird Trolleybus-Area.
Nicht? Bist du nicht? So, okay. So. Also, du. Ich sehe es leider nicht durch diese ganzen blöden Bäume hier. Nein. Zu viel Wald. Definitiv zu viel Wald hier. Zu viel Wald. Dass man das nie hundertprozentig gerade anklemmen kann. Egal, ob du es mit dem Near Snap machst oder nicht. Leider nie hundertprozentig gerade anklemmbar. Okay, das ist jetzt mal die Ausnahme. Neuer Fahrzeugtyp. Bisschen kleiner. Einer raus, einer rein. So. Okay, das haben wir jetzt. Dann. Ich habe immer so ein Auge, wenn du nochmal ein Stück Straße wegmachst, geht es meistens gerade. Okay. Good to know. Also, wir werden hier eine Station hinbauen, eine Trolleybus. Und wir werden hier oben eine hinbauen. Ansonsten. Hier brauchen wir ja keine. Hier können wir es mit Straße anklemmen. Auch kein Problem. So. Dann gehen wir hier straight nämlich runter. Dann können wir hier nämlich anfangen, Arbeiter hinzubauen. Theoretisch, obwohl, wer will schon im Industriegebiet leben, ne? Das heißt, wenn wir das hier vielleicht noch ein bisschen abgrenzen, dass wir sagen, okay, jetzt hier so ein bisschen Küstenstadt oder sowas. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Freiwillig keiner, ja, naja. Kommt drauf an, ne? Also wenn da die Miete günstig wäre, würde ich sagen, okay, da werden wohl doch so einige fahren. Dahin wollen. Kann ich mir dann doch irgendwo gut vorstellen, dass dann sagen, okay, scheiß drauf, die Miete ist günstig, fahren wir dahin. Beziehungsweise leben dann dort. So, jetzt schauen wir mal. Ach nee, da haben wir, glaube ich, nur die Originaldinger. Warte mal kurz. Genau, da haben wir nämlich nur das Original. Da haben wir nur das Original. Dann machen wir das mal hier rein. Geil, Regen hätte ja auch eigentlich nicht so viel diese Woche oder so. Nein. Ja. Menschenskinder. Herr Trafo muss es sein. Hallo. So. Jetzt die Haltestelle. Ich krieg langsam ein bisschen Sorgen, weil wir haben nur noch 4,7 Millionen auf dem Konto. Also das ist schon ein bisschen problematisch langsam. Aber zur Not gibt es ja Kredite. Warte mal kurz, wo war denn das jetzt? Krankenhaus, Kühlturm, Ladestation. Plattform. So, und da habe ich immer so eine ganz
so eine Lieblingsplattform. Das ist die hier eigentlich. Ja, hier wird das Stadtgebiet jetzt. Jetzt kommt hier das Stadtgebiet hier hin. Soll da hinkommen. Ich suche gerade mal nochmal eine. Warte mal. Ja, die hier ist, glaube ich, ganz gut. 500 Passagiere reicht. Dann passt das nämlich. Zu viel Wald hier. Definitiv zu viel Wald. Zu viel Wald. One way. 50, 150. Wie viel braucht man denn hier? Warte mal, 15. Warum nicht? Kann man doch machen. Also, mich stürzt nicht. Sagen wir mal so, mich stürzt da nicht. Gut, ich könnte es auch hier oben hinpacken. Ja, da hast du natürlich auch recht. Da oben direkt, das hast du sogar recht. Das ist sogar eine gute Idee. Weil dann kann ich es nämlich direkt hier oben an Stromlinks anklemmen. Das ist eine gute Idee. Mehr Kulpa. Mehr Kulpa. Meinst bei der Garage vom Trolleybus? Sprich, warte mal kurz. Beim Depot. Beim Depot meinst du? Das Depot muss ich auch noch ranbauen, das ist richtig. Das Depot, wo bauen wir dich denn mal hin mit dem Depot? Warte mal kurz. Depot, Straßenfahrzeuge. Haben wir da eigentlich was? Ich guck gerade mal. Heavy Plant. Ich weiß nicht, ob das geht. Ob hier die Trolleybusse rausfahren. Würde aber optisch hier natürlich... Ich weiß nicht, ob das geht. Ob die da rausfahren können aus dem Depot. Es würde optisch hier hinpassen. Na, wäre gar nicht so verkehrt. Oder halt hier unten irgendwo hier an dem Gebiet oder sowas. Kann man auch machen. Was? Nein. Also hier... Von der... Okay, da unten ist natürlich jetzt kein Strom, aber hier würde es gehen. Hier hätten sie Stromleitungen. Es würde gehen. Mai. Hätten wir die Lücke hier gefüllt. Außer es ist extra Trolle. Ja, das ist die Frage. Es ist die Frage. Ansonsten habe ich ja halt nur die Trolleybus-Depots. Na gut, die könnten wir auch dazwischen klemmen. Zur Not. Könnte auch hier hingehen. Okay. So, der. Sehr. So, das passt. So. Das sollte auf jeden Fall gehen. Jetzt braucht man den Trafo natürlich noch. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Oh.
Wenn ich den hier hinpacke, haben wir direkt einen Anschluss an das Netz. Dazwischen. Haben wir direkt einen Anschluss. Direkter Anschluss. Straight. So, direkter Anschluss an das Kraftwerk sozusagen. So, der passt. Müssen ja eh noch Strom legen, davon abgesehen. Also, der hier wird... Ja, das war klar. Der braucht einen großen Anschluss. Die da hinten werden kleine brauchen. Okay, den können wir direkt da anklemmen und dann können wir das verteilen. Stromtransformator. Von groß auf klein, nein. So viel brauche ich da oben eigentlich auch nicht, ne? Jawohl, doch, ich brauche ja hier oben. Hier oben. Einen großen Anschluss. Und dann noch ein bisschen was Kleines. Also wäre doch dann gar nicht so verkehrt. Zu sagen, okay. Wir nehmen hier das Große, gehen da ran. Und von da aus noch ein bisschen was Kleines. Shit, das passt alles so nicht ganz, wie ich das haben will. Haben wir nur den großen Switch. So richtig glücklich werde ich damit gerade nicht. Können dich ja so anschließen. Daran, dann hätten wir da die kleinen. Aber so richtig gefallen tut es mir gerade nicht. Dann haben wir den auf den. Den auf den, okay. Haben wir nur die großen. Klein. Das ist das ganz große. Ja, wir brauchen... eigentlich müsste ich es echt so machen. Dass wir dann von da aus noch rausgehen. Oder aber ich mach's hier hinten dran. Nee, so ist besser, wenn wir so rübergehen. Gefällt mir besser. Okay, da kommen wir so direkt ran. Das ist in Ordnung. Der passt auch. Ah, jetzt wären natürlich unterirdische Leitungen echt schön, ne? Aber gibt's noch nicht. Okay, ne, kommen wir da rüber? Da war doch was. Ah, ne. Gehen wir andersrum. Ja. Ja, haben schon angekündigt, dass sie daran arbeiten. Definitiv. Also arbeiten tun sie daran schon mal. Hier würde ich gerne nochmal eine Haltestelle hinbauen.
So, okay, sieht doch halbwegs adäquat aus. Kann man mitarbeiten. Würde ich mal behaupten. So, dann bauen wir hier noch eine Trolleybushaltestelle hin. Wo bist du denn? ...4,6 auf dem Tacho. Okay, das ist die. Aber wir brauchen hier gar nicht so viel. One way. LV, das ist meine Lieblingsstation. One way. Die hat 230. Kann man machen. So, dann können die nämlich von der einen Seite reinfahren. Quasi von da unten reinfahren und da wieder rausfahren. Na, dann weniger Stau. Was muss ich umbasteln? V2, das ist nur so eine einzelne, eine Endstation quasi. Finde ich die hier gar nicht mal so verkehrt, muss ich ehrlich sagen. Dann können wir nämlich da so ran. Nehmen wir auch so. So, das passt. Das passt auch. Ah, dann können sie da rein, da raus. Wenn die Leitung dann wieder stört. Ach so, meinst du das? So, dann brauchen wir hier oben dann nochmal welche. Da können wir aber das ganz bequem hier machen jetzt. Ah, bisschen zu groß. Schade. Na, obwohl. Wir brauchen ja auch nicht so viele. Tunnelfußwege bauen. Gehen die normalen Haltestellen für Trolley. Die normalen meinst du, die hier? Die nicht. Das sind die normalen Bushaltestellen. Dann gibt es eine extra diese Trolley-Bushaltestellen, die hier. Die Vanilla. Aber die finde ich furchtbar vom Design her. Deswegen arbeite ich damit nicht. Also so gut wie nie. Ne, die Mod. Ach so. Die hier würde ich sagen nein. Weil da ist kein Zeichen dran. Also kein Elektrifizierten. Genau. Nämlich die hier. Da ist nämlich so ein... Man sieht, ich kann jetzt leider schlecht rübergehen. Aber hier oben in der Ecke... Da ist ein ganz kleines Elektrizitätszeichen. Das bedeutet, dass die geht. Und der passt leider hier so nicht rein, aber den können wir mal so, doch so. Ja, doch so. Endstation quasi. So, okay. Hier dürfen sie gerne über die normale Straße gehen, das ist in Ordnung. Da kommen wir wieder nicht. So, okay. Damit steht quasi die Infrastruktur. Mehr oder weniger. Okay, außer den Strom. Guten Morgen, Major. Hallöchen. Alles klar. Okay, verstehe. Alles klar, Thomas. Morgen, Major. Herzlich willkommen. Auch für dich gilt, falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest. Nächste Woche haben wir das. Nächste Woche Samstag. Bis dahin auch keine Streams erstmal.
Und du kannst dann gerne auch mit deinen Kanalpunkten abstimmen bei den Herausforderungen, welche Fraktion ich nehmen muss, um gegen Tommy anzutreten. Also du kannst quasi mitentscheiden. Es liegt quasi mit in deiner Hand. Es liegt mit in deiner Hand. Was wir machen. Ob wir Glück haben oder ob wir Pech haben. Lars, würdest du bitte dem Major vielleicht mal kurz ein bisschen Rahmeninfos geben? Das wäre sehr, sehr nett. Wenn machbar. Okay. Wenn möglich. Mir hängen wir schon zu viele... Hängen schon wieder zu viele Gebäude dran, dass man das auch nicht separat einstellen kann, weißt du? Dass man sagt, okay, den knipst man ab, diese Dings. Das knipst man nicht ab, das ist so... Oh, ey. Okay. Starte die Fritzbox. Wir tun ja alles dafür, das Ad... Naja, ich weiß schon, was ihr tut, ist mir schon klar. Ich mach mal ein bisschen schneller. Na, zack. Der ist angeschlossen. Dasselbe, wenn wir vielleicht hier noch so einen Flughafenplatzgedöns ran machen. Wo war denn das? Hier, Heliport mal 3. Heliport-Plattform? Nein. Construction? Cargo? Passenger? Kriegen wir den hier dran? Noch mit dem Heliport? So. Der muss ja überlappen. So viel weiß ich ja. Der muss ja hier andocken quasi. Hier tut das nicht. Rückseite, ja. Jetzt überlege ich gerade, wie wir hier sauber aus der Nummer rauskommen. So würde es wohl gehen. Die Frage ist... Probier mal ganz kurz was. So schlecht. Alter, wie alle wollt, dass ich die nehme? Finde ich interessant. Aber soll mir recht sein. Ich habe damit kein Problem. Mir ist das wurscht. Ich nehme, was da kommt und damit werde ich arbeiten. So, machen wir es mal so. Probieren wir mal, ob das geht. Bin ich echt mal gespannt. Ob der hier sagt, der Helikopter, dass er da das Wasser nimmt. Passagiere. Gilt der? Ah ja, genau, der gilt ja dafür. 4280, der ist teurer. So, die Frage ist, man konnte doch irgendwo gucken, dass die irgendwie Wasser irgendwo nehmen. Wo war denn das? Irgendwie konnten die doch Wasser irgendwo nehmen. Da, alles klar, normalerweise, okay, alles klar, verstehe, okay, das sollte funktionieren, mit dem Helikopter. Ja, du kannst dich auch gerne gegen den Gruppenzwang entscheiden, wie gesagt, das ist ja, wir sind hier in einem freien Stream. Jeder kann hier entscheiden, wie er das will. Hier wird niemand zu irgendwas gezwungen, genötigt oder sonst was.